Verdammt. Kokosnuss. Wenn ich die aufnehme, dann schleudert er. Oder? Passiert das jeden nochmal? Eigentlich müsste man das im zweiten Jahr. Okay, er nimmt den gar nicht erst auf. Damit lang? Ich habe keinen Grund, das aufzubrechen. Sand. Auch wenn diese Inseln so klein sind, würde ich hier nicht wahllos nach einem Schatz graben wollen. Da müsste ich womöglich jahrelang von einer Insel zur nächsten ziehen. Tja, ich bin überfragt. Das geht nicht. Ich habe keinen Grund, das aufzubrechen. Also, was haben wir jetzt? Wir haben einen Eimer mit Löchern. Kann man das hier irgendwie kombinieren? Ich wüsste nicht, was uns das bringen sollte, aber ich habe auch keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergehen soll. Was habe ich noch? Ich wüsste noch nicht mal, was man sonst kombinieren könnte. Sieht wie eine Art primitive Brechstange aus. Huch! Mal. Es ist ein goldenes Beschwörungsartefakt in der Form einer Meeresschildkröte. Das ist der Ehering, den ich Elaine gegeben habe. Der, unverflucht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie weit. Zurück zur Narwhal. Willkommen zurück, Sir. Danke, Mr. Winslow. Wohin, Kapitän? Wir müssen eigentlich irgendwie gucken, dass wir die, Kurs auf die Jerkbait. Ja, Sir. Die bei den Herren mit der Schatztruhe da irgendwie überlistet bekommen. Ich vermute, dass es da irgendwie weitergeht. Aber ich bin mir auch nicht überhaupt nicht sicher. Vielleicht spreche ich nochmal mit Elaine und vielleicht kann ich ja mein Artefakt da oben abgeben. Können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können? Das ist sinnlos. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Ich weiß nicht, ich komme hier absolut gar nicht weit. Ich könnte hier auch nichts vorstellen, absolut nichts. Ihr beide haltet jetzt das Maul. Ich versuche das hier mal abzugeben. Und zwar unser Vertrauten. Ihr werdet. Hey, rate mal. Ich habe eins der. Wenn das ist, wofür ich es halte, dann behalte es jetzt für dich. Wir wollen doch nicht mehr Gelikati darauf stoßen, dass du eins gefunden hast. Den würde ich wahrscheinlich auf der Stelle kalt machen. Kalt machen, ja? Ich zittere. Ich zittere. Gebt mir eine Wollmütze. Tolle Idee. Auf diese Weise wird dein Gehirn geschützt. Oh, nicht schlecht. Gebt mir die Beschwörungsartefakte. Ihr werdet sie nie bekommen. Vergessen wir die Artefakte mal für einen Moment. Muss ich vielleicht mal mit ihm? Habe ich noch gar nicht gesprochen, ne? Zusammen. Ach, das geht auch gar nicht. Elaine, hast du mal einen Moment? Und das mit den Beschwörungsartefakten hatten wir auch schon mal. Hat Elaine noch irgendwas für uns? Habe ich schon gehabt. Habe ich auch schon. Tja. Wir sind hier, glaube ich, auch erstmal durch mit dem Quatschen, weil das haben wir schon mal alles gehabt. Hier komme ich nicht weiter. Ihr werdet sie nie bekommen. Hallo? Hallo? Ich bin runter. Klicke ich halt auf den Ausgang. Artefakte sind heilig. Ich werde sie nicht in die falschen Hände fallen lassen. Können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können? Das ist gut, ich versuche es nochmal mit den Männern. Das ist jetzt eigentlich so mein einziger Anhaltspunkt, den ich überhaupt noch habe. Und ab da bin ich wirklich überfordert. Kann ich mit der Kanone vielleicht noch was machen? Vielleicht kann man die auch mal drehen. Oh. Das macht Spaß. Gib es zurück. Halt's Maul. Wir erzählen nochmal mit denen. Hey Leute, ich bin wieder da. Oh, klasse. Kann ich dieses Seepferdchen haben? Hatten wir schon. Worüber streitet ihr euch noch? Morkel will mir das Artefakt nicht geben. Also kann ich nicht entscheiden, wo es vergraben werden soll. Merkel, stimmt das? Natürlich stimmt es. Jetzt zieh Leine. Merkel. Also wir können ja... Gut. Hast du noch mehr tolle Ideen? Wir können ja eigentlich nur das machen mit diesem Wettbewerb, dass sie sich umdrehen oder dass sie das Ding vergraben bzw. wiederholen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, müssen wir die ablenken und irgendwie
austricksen? Oder müssen wir gucken, dass sie das vergraben, damit wir das wieder rausholen können? Aber dann wissen wir auch nicht... Dann wissen wir auch nicht, wie, wo die das vergraben haben. Und ich verstehe es nicht. Ich glaube, der Wettbewerb an Stand hat funktioniert. Das hat nicht funktioniert, das wissen wir. Warum macht es nicht gemeinsam? Seht nur! Seht nur! Wehrlose Bürger mit säckeweise Gold! Oh, wo denn? Wo? Wo? Ja, das haben wir soweit hingekriegt. Problematik ist natürlich weiterhin. Ja, nimm mal. Weg damit. Hi! Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, dann habe ich das wohl verpasst. Zu schade aber auch. Es war prächtig. So funktioniert nicht. Vor allem interessiert mich ja auch nicht unbedingt die leere Schatztruhe, sondern eher er hat doch das Seepferdchen-Artefakt. Was ist hier mit diesen Holzstämmen? Mit der Brechstange habe ich schon versucht, es geht nicht. Ich habe keinen Grund, das aufzunehmen. Mit dem Eimer, ich wüsste nicht, was uns das bringt. Was habe ich noch? Diese komischen leuchtenden Dinges. So sollte man Fischköder. Das habe ich mir schon fast gedacht. Was kann man noch machen? Mit dem Haken? Können wir die nicht mit dem Haken? Das greife ich nicht mit meinem Haken. Dann wird er anlaufen. Der hier vielleicht? Was ist? Versuchst du uns etwas in die Schatzkiste zu mogeln? Dir ist schon klar, dass ich sie direkt... Hm? Oh, hoppla, muss mir runtergefallen sein. Tut mir leid. Ob das funktioniert? Hey, Leute! Lenken wir jetzt nochmal ab. Worüber streitet ihr euch? Bla, bla, flechtetla. Hinter dir, ein Dröckelpiger. Oh, wo denn? So. Rein damit. Hey! Was machst du da? Willst du unsere Schatztruhe? Nein, ich will nur was reinlegen. Natürlich nicht. Es ist schwer, eine leere Schatztruhe zu plündern. Finger weg von meinem Schatz. Kein Problem. Ich verspreche sogar, dass ich deine Freundin nicht anfassen werde. Da ist doch nichts. Tut mir leid, muss wohl ein Wetterballon gewesen sein. Ich verstehe es nicht. Und vielleicht werden wir noch mal gucken, hey, dass Leute. Sie sich vielleicht anstarren. Hat das... irgendwie was gebracht. Gut. Wir versuchen das nochmal. Und zwar... das hier. Ich glaube, der Bett... Ja, gute Idee. Jetzt das vielleicht? Hit. Wirklich? Ich selbst habe noch nie eine leibhaftig gesehen. Aber dann drehen die sich... drehen die sich genauso um? Bon voyage. Hast du was gesagt? Ich nicht. Vielleicht war es Kapitän McGillicuddy. Beim Bate Neptuns. Das hat geklappt. Wenn Yay. Er sieht, dass wir seine Truhe noch nicht vergraben haben, wird er uns vergraben. Los, 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 los. Wir müssen jetzt gehen. Ja, das hört sich nach einer guten Idee an. Ah, ja, das wird ja supi. Ich bin Skybrush Fleetwood, mächtiger Pirat. Ich weiß jetzt, wie es geht. Super. So, ich vermute... Gut, das wäre... Ja. Fertig. Ja, wunderschön. Habt ihr ganz toll gemacht, Jungs. Hut ab. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich diese Inseln abfahren. Diese kleinen Inseln, sag ich mal. Wo er immer gesagt hat, ich kann doch nicht einfach irgendwo graben. Wir können jetzt bestimmt irgendwie den Papagei dazu zu bewegen, mit uns zu sprechen. Was den Vorteil hat, dass wir denn wissen, wo dieser Schatz vergraben ist, den ausgraben können und das zweite Artefakt haben. Juhu! Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es klappt. Ich hoffe, wir kommen den... das sechste Mal oder so dagegen gestoßen. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Ich hoffe, wir bekommen diesen Papagei wieder. Der ist irgendwie der neue Murray. So, wir versuchen Kurs mal hier. Auf. Yes, sir. Gehen die Inseln einfach mal so nacheinander durch. Hallo, ist hier jemand? Ich kann nicht einfach... Wie? Okay, hier hat sich jetzt nichts gerührt. Vermutlich... ist auf einer anderen Insel. Versuchen es mal. Ja, bla. Auf der nächsten. Zack. Ruf nochmal bitte. Ach
Achso, hier ruft er jetzt gar nicht mehr. Ich dachte, er ruft hier. Ich kann nicht einfach gehen. Nein, du sollst noch Dings nach dem Vögelchen rufen. Das habe ich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt. Ich dachte, er ruft jetzt und irgendwann an einer Insel hören wir den Papageien dann quatschen. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Aber hier ist nix. Hier ruft er noch nicht mal. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin fertig hier. Dann haben wir nämlich eigentlich nur noch die letzte kleine Insel oben im Eck. Willkommen! Ja, ja. Mhm. Wohin? Da oben bitte nochmal hin. Yay! Wäre ich ein vergrabener Papagei, wo wäre ich dann? Ich kann nicht einfach... Der ist also hier. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Aha, da bist du, kleiner Papagei. Ich grabe dich sofort aus. Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Gruselig. Das hört sich an, als wäre ich lebendig begraben. Wieder. Ich finde, einmal im Leben ist wirklich genug. Wo hatte die Schaufel her? Wie findet ihr das, ihr blöden Piraten? Unterschätzt niemals die Schatzsucherfähigkeiten des Guybrush Threepwood. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ach, halt endlich. Hey, wir haben das zweite gefunden. Hey, nimm den mit. Eine Krabbe? Ah, ma petite Mörderin. Wo ist denn der mickrige Pirat? Oh nein. Und seine herrliche kranke Hand? Hier, bitte. Und was für ein glorreicher Kampf. Guybrush war erstaunlich. Sie hätten sehen sollen, wie er... Was denn? Nein, nein und nochmals nein. Das genügt nicht. Ich brauche alles von Monsieur Threepwood. So war das aber nicht abgemacht. Ich glaube, Sie sollten mir jetzt mein Gold geben. Oui, oui, aber natürlich. Aber mir wurde klar, dass Threepwood selbst etwas ganz Besonderes ist. Ich brauche seinen Körper für meine Experimente. Ich zahle Ihnen das Doppelte, wenn Sie ihn mir lebend bringen. Verdreifachen Sie. Dann reden wir weiter. Habe ich erst einmal seine Essenz extrahiert und mein Elixier optimiert, dann liegt mir die Welt mit all ihren Schätzen zu Füßen. Gehen Sie jetzt, Mademoiselle. So schnell wie die Winde von Flotsam und bringen Sie mir meinen überaus profitablen Piraten. Na, super. Können wir jetzt hier noch was machen? Verklickt. Ich hab's heute mit dem Verklicken. Jetzt ist die Alte auch noch hinter uns her. Gut, sie wieder hier zu haben. Wohin soll es jetzt? Naja, ich würde, glaube ich, erstmal auf die Jackbait-Inseln fahren. Schwimmen. So, jetzt haben wir zwei Artefakte und ich glaube, es waren drei, richtig? Wie geht's weiter? Wir brauchen noch den letzten. Angeln verboten scheint. Schau dir diese Beine an. Vielleicht kann ich nochmal Elaine fragen, wo sie die ganzen Artefakte befunden haben. Ich werde sie nicht in die falschen Hände fallen lassen. Könnte ich etwas sagen? Ihr beide haltet jetzt das Ach Mensch. So, hast du nochmal einen Moment für mich, Schätzelein? Was ist denn? Wo soll ich nochmal diese Beschwörungsartefakte finden? Geh zu Spoon ein. LeChuck ist dort irgendwo im Dschungel. Er kann dir bei der Suche nach einem helfen. Und Gerüchten zufolge soll es in einer verlassenen Hütte auf Roe Island Hinweis auf ein weiteres geben. Und vergiss nicht, McGillicuddy's Leute haben auch eins gestohlen.
Du wirst sie aufspüren müssen und dir auch das holen. Ja, der letzte hat also was mit diesem Buch zu tun, mit diesem Witzebuch, beziehungsweise mit den Glühwürmchen. Ihr werdet sie nie bekommen. Vergessen wir die Artefakte mal für einen Moment. Das heißt, es muss irgendwas mit damit zu tun haben. In die falschen Hände fallen lassen. Und damit können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können. Das ist sinnlos. Aber wo zum Kuckuck? La Esponja Grande wird diesen fiesen Piraten nicht gegeben werden. Ihr beide haltet jetzt das Maul. Hier ist dieser Bücher-Heini, aber der kann uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Okay, fangen wir nochmal an. Können wir wirklich nichts mit dem Ozean anstellen? Weil das wäre jetzt so, unter Wasser wäre jetzt so meine nächste Möglichkeit gewesen. Willst du mitfahren? Nein. Vielen Dank. Ja, es ist der Ozean. Herzlichen Glückwunsch für diese Erkenntnis. Das funktioniert nicht. Das bringt wahrscheinlich auch nichts. Nope. So, ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir doch noch mal nach... Gut, ups. Sie wieder hier zu haben. Ja, träum weiter. Vielleicht fahren wir doch noch mal nach Roe Island. Vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen. Und hallo, Matrose. Ansonsten... Kann man auch sonst nichts mehr anklicken außerhalb der Inseln? Klicken nochmal alles an Bücher. Moschus in der Dämmerung. Wie man den perfekten Partner findet. Alles, was man für die tierische Partnersuche braucht. Ich glaube, ich erfahre schon viel zu viel über diesen Dekava-Kerl. Was steht da? Seekuh mit einem Loch im Mittel. Ja, das wissen wir ja, da es war ist ich ja schon. Spielzeug-Seekuh mit einem seltsam geformten Loch im Bauch. Nö, immer noch nichts. Ob der wohl noch irgendwas ausspuckt, wenn ich da nochmal was reinstecke? Damit. Ja! Tschü! Gedichte, die keiner lesen will. Gedichte, die ich während meiner Suche nach dem Esponja Grande verfasst habe. Hat auch nicht so wirklich. Und eine Skizze. Hatten wir alle schon. Dosen. Nette Dosen. Wunderschön. Ganz toll. Ekelhaftes Feldbett. Darauf würde ich mich niemals ausruhen. Flaschen hatten Mann, wir alle überall schon. Diese leeren Grogflaschen. Sicherlich hat er die nur gesammelt, um sie sauber zu entsorgen. Der Weg des Mauls. Aha. Wenn man sich das doch mal ein bisschen angucken könnte, hat das irgendwas mit unserer Karte zu tun? Irgendwie nicht, ne? So sollte man Fisch. Aufbrechen? Ich habe keinen Grund, das aufzubrechen. Und das? Ich habe keinen Grund, das aufzubrechen. Oh, das ist ja süß. Tja, ich bin überfragt. Ja, das ist Zeug. Ich habe tatsächlich gar keinen Ansatz, überhaupt nicht. Ihr gehört das Feldbett, das hatten wir alles schon. Das hatten wir alle schon. Und wenn ich nochmal zur Insel, ich meine, aber da werden ja sich wohl nicht alle drei Teile drauf befinden, beziehungsweise der Ausgangspunkt. Die zwei Piraten wurden wohl endlich abgeholt.
Ich vermisse diese Typen. Vielleicht kann ich ihnen für die Feiertage einen Obstkorb schicken. Bestimmt. Was hat es mit diesen Stämmen auf sich? Es ist ein Haufen gefällter Bäume. Bin ich schon mal diese Seite rumgelaufen? Wahrscheinlich nicht. Oh! Ein Fischbrunnen. Fischbrunnen? Fischbrunnen? Wahrscheinlich meinten Sie Wunschbrunnen. Das ist sicher ein Fehler. Da liegt nämlich noch ein Coupon. Gratisköder, gültig für eine Portion Fischeier. Coupon gültig bei teilnehmenden Filialen der Jerkbait-Insel. Toll!